fünften und letzten Abschnitt geht es um die Korruption. Also die Aufgabe der Obrigkeit ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Aber wie schon Juvenal gefragt hat, wer überwacht die Wächter? Die Korruption der Herrschenden ist ein Thema seit Plato und Aristoteles. Machiavelli und Montesquieu und Rousseau haben viel darüber zu sagen gehabt. Dabei bezogen sie sich meist auf die Verlockungen, die ein hohes Amt bietet und denen auch der Tugendhafteste auf die Dauer nicht widerstehen kann. Am besten hat das der britische Historiker Lord Acton ausgedrückt. Die Macht kann korrumpieren. Absolute Macht korrumpiert absolut. Natürlich ist auch heute Korruption so präsent wie eh und je. Mancherorts gilt sie als das Problem Nummer eins. Also das ist ganz offiziell. Im Jahr 2016 veröffentlichte Gallup eine Umfrage, was ist das größte Problem in der heutigen Zeit? Die Antworten waren vielfältig. Klimakrise, Überbevölkerung, Donald Trump und so weiter. Aber die relative Mehrheit hat gesagt, es ist Korruption. Also damals 2016 gab es Covid-19 und nicht übrigens. Der Generalsekretär der Europäischen Kommission hat 2013 gesagt, die Korruption ist die größte einzelne Bedrohung für die Demokratie in Europa. Und der Antikorruptionsbericht der EU hat 2014 behauptet, dass die Korruption die europäischen Staaten 120 Milliarden Euro im Jahr kostet. Das sind natürlich wilde Schätzungen. Also wenn das Wort Dunkelziffer eine Anwendung hat, dann wohl hier. Korruption scheint unausrottbar zu sein. Immer wieder wird versucht, die Korruption zu beseitigen. Solche Kampagnen können mehr oder weniger subtil sein, aber es will langfristig nicht gelingen. Reformen, Revolten, Regimewechsel bieten bestenfalls kurzfristig eine Linderung. Die Wissenschaft behandelte das Thema Korruption lange Zeit stiefmütterlich. Noch vor 50 Jahren konnte der Wirtschaftsnobelpreisträger Gunnar Myrdal sagen, Korruption scheint als wissenschaftliches Thema, als Forschungsgebiet fast tabu zu sein. Also das hat sich inzwischen gewaltig geändert. Heute ist die Korruption zu einem Modethema geworden in Geschichtswissenschaft, Anthropologie, Soziologie, Rechtswissenschaften, Politik und Sozialwissenschaften. Das erste Problem für eine wissenschaftliche Untersuchung ist dabei sicherlich die Datenlage, die fast notwendigerweise mehr als lückenhaft ist. Eine Messgröße ist der sogenannte Korruptionsindex. Hier werden die Bürger eines Landes befragt, für wie korrupt sie ihr Land halten. Das liefert natürlich nur eine sehr ungenaue Kennzahl. Also hier ist das so normiert, dass es geht von 0 bis 100. 100, das ist Perfektion und überhaupt keine Korruption. Und ja, die niedrigeren Zahlen deuten auf große Korruption hin. Das ist natürlich nur eine sehr, sehr ungenaue Kennzahl, aber immerhin, der starke geografische Gradient bestätigt die üblichen Vorurteile, nicht? Musterschüler sind zum Beispiel die Schweiz und Skandinavien. Die Österreicher liegen hinter Deutschland, aber vor Italien und so weiter geht es. Ja? Ich zeige die Grafik, weil sie einen erstaunlichen Zusammenhang mit der Prosperität eines Landes aufzuweisen scheint. Also hier ist das durchschnittliche Einkommen pro Haushalt in Europa. Und da scheint es ganz deutlich zu sein, je korrupter, desto ärmer. Also man fragt sich, was ist hier Ursache und was Wirkung. Aber auf alle Fälle ist die Korrelation wirklich frappant. Korruption kann definiert werden als der illegale Missbrauch von öffentlichen Funktionen und Mitteln für private Vorteile. Und dabei müssen öffentliche Funktionen keine politischen sein. Auch Fußballschiedsrichter zum Beispiel können korrumpiert werden. Die
Vielfalt an Möglichkeiten ist enorm. Begünstigung der eigenen Wähler oder der eigenen Verwandten, Unterschlagung, Behinderung der Justiz und so weiter. Aber wir wollen hier nur einen Aspekt untersuchen, weil er unseren bisherigen spieltheoretischen Ansatz fortführt. Es geht ab jetzt um die Bestechlichkeit von Institutionen, deren Aufgabe es ist, Ausbeuter zu bestrafen. Also jene Organe, die für Rechtssicherheit sorgen. Also spieltheoretisch nochmal ausgedrückt, wer überwacht die Schiedsrichter? Da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, Mechanismen der Gewaltentrennung, der gegenseitigen Kontrolle von Institutionen und Organen sind sehr vielfältig. In unserem Modell aber nehmen wir die denkbar einfachste Lösung an. Die Spieler selbst überwachen die Schiedsrichter. Wenn sie dem Schiedsrichter nicht trauen, dann spielen sie nicht. Jedenfalls, wenn sie Kooperatoren sein wollen. Und dann hat der Schiedsrichter kein Einkommen mehr. Also stellen wir uns etwa eine wechselseitige Hilfe mit bloß zwei Spielern vor, das macht es einfacher. Wir sind dann beim Spendespiel. Die Auszahlungen stehen da auf der linken Seite. Sie erinnern sich, es geht darum, zu kooperieren, also groß C zu spielen, was bedeutet, dem anderen einen Vorteil, klein b, eine Spende zukommen zu lassen, auf eigene Kosten c, mit klein c kleiner als klein b. Also was auch immer der Spaltenspieler wählt, Spalte C oder D wählt, die beste Antwort darauf ist vom Zeilenspieler D, groß D. Ja, das maximiert die Auszahlung des Zeilenspielers. Er sagt, D dominiert. Aber wenn die Spieler gegen eine kleine Gebühr, sagen wir klein F, einen Schiedsrichter bestellen können, der dem Trittbrettfahrer eine Strafe aufbrummt, eine Strafe groß A, die größer ist als B minus C, also wie etwa hier in der Auszahlungsmatrix in der Bildmitte, dann ist, was immer auch der Spaltenspieler wählt, C oder D, die beste Antwort darauf, groß C. Und dann ist das Dilemma überwunden. Wenn aber der Schiedsrichter korrupt ist, das ist rechts im Bild, wenn er gegen ein Schmiergeld in der Höhe von groß B kleiner als klein C, auf das Bestrafen vergisst, dann sind wir wieder in derselben Situation wie am Anfang. Dann ist groß D, also Trittbrettfahren, die beste Antwort, egal wie sich der Spaltenspieler entscheidet. Also wer sich nicht ausbeuten lassen will, der sollte an so einem Spiel mit korrupten Schiedsrichter gar nicht teilnehmen. Das ist aber nicht nur für die Spieler ein unbefriedigender Ausgang, auch der Schiedsrichter bleibt dann arbeitslos und ohne Einkommen. Also wir brauchen bloß unser Modell dementsprechend ausbauen. Die Schiedsrichter können korrupt sein oder korrekt. Wenn den Trittbrettfahrern bekannt ist, dass die Schiedsrichter korrupt sind, dann können sie den Schiedsrichtern ein Schmiergeld groß B zahlen und werden dafür im Gegenzug nicht bestraft. Es ist aber immer eine heikle Sache, Schmiergeld anzubieten. Es ist gut, über den Schiedsrichter Bescheid zu wissen. Das zu erfahren, das kann mit Kosten verbunden sein. Jetzt, die Spieler können also vorsichtig sein und daher bereit, diese Kosten zu zahlen, um etwas über den Schiedsrichter zu erfahren. Oder sie sind unvorsichtig, sie sind risikobereit und dann zahlen sie diese Kosten nicht. Ja, ein risikobereiter Ausbeuter, der verlässt sich darauf, dass der Schiedsrichter korrumpierbar ist. Ein risikobereiter Kooperator verlässt sich darauf, dass der Schiedsrichter Ausbeuter bestrafen wird. Ein vorsichtiger Kooperator wird nur an dem Spiel teilnehmen, wenn er erfährt, dass der Schiedsrichter unbestechlich ist. Ein vorsichtiger Ausbeuter wird nur teilnehmen, wenn er erfährt, dass der Schiedsrichter bestechlich ist. Und was in diesem Modell dann passiert, das ist leicht zu schildern, aber statt diesen Vorgang des sozialen Lernens im Einzelnen zu analysieren, will ich nur eine vereinfachte Darstellung beschreiben.
das ist das hier. Solange die Schiedsrichter unbestechlich sind, also korrekt, verhalten sich die, unter den Spielern die Ausbeuter fern. Ja, Trittbrettfahren zahlt sich nicht aus. Unter den Kooperatoren sind aber die misstrauischen, die vorsichtigen Kooperatoren benachteiligt, denn sie investieren in die Kontrolle der Schiedsrichter, die ohne dies alle korrekt sind. Daher werden diese vorsichtigen Kooperatoren im Laufe der Zeit weniger investieren und sich mehr auf den Schiedsrichter verlassen. Die Schiedsrichter werden also weniger scharf beobachtet. Da schleichen sich dann also schwarze Schafe unter die Schiedsrichter ein. Das bemerken die Ersten, die vorsichtigen Ausbeuter. Sie wittern Morgenluft. Ja, Hand in Hand mit den korrupten Schiedsrichtern werden sie immer häufiger. Also Korruption macht sich jetzt bezahlt. Daher bricht die Kooperation zusammen, was übrigens auch für die Ausbeuter und die korrupten Schiedsrichter von Nachteil ist. Denn jetzt wird weniger oft gespielt. Dann kommen langsam die ersten vorsichtigen Kooperatoren hoch. Es genügt, wenn es noch einige wenige korrekte Schiedsrichter gibt. Dann blüht die Kooperation wieder auf. Die korrekten Beamten, die korrekten Schiedsrichter profitieren davon, die Korrupten dagegen nicht. So kommt es zu immer weniger Korruption. Eigentlich kann man sich dann schon darauf verlassen, dass die Obrigkeit für Recht und Ordnung sorgt. Wozu also noch kontrollieren? Und so geht der nächste Zyklus los. Also im einfachen spieltheoretischen Modell mit fiktiven Bevölkerungen, die voneinander lernen, mit Spielern, die das Verhalten der erfolgreicheren Spieler imitieren, da kommt es zu periodischen Schwankungen. Immer wieder steigt die Korruption der Schiedsrichter an, worauf die Bereitschaft der Spieler zu investieren zusammenbricht. Es kommt dann zu erhöhter Wachsamkeit, die Kooperation nimmt wieder zu, anscheinend kann man sich darauf verlassen, dass die Schiedsrichter korrekt sind, aber dann wird die kostspielige Wachsamkeit ja überflüssig, sie nimmt ab und schon dringen wieder korrupte Schiedsrichter und Trittbrettfahrer ein und breiten sich aus. Dass Rechtssicherheit und eine korrupte Obrigkeit schlecht sind für die Wirtschaft, das ist natürlich bekannt. Also erst kürzlich ging durch die Medien die Nachricht, dass ein großes internationales Möbelhaus nicht in ein gewisses osteuropäisches Land expandiert, weil dort die Rechtslage zu unsicher ist. Ja? Viele ähnliche Entscheidungen schaffen es nicht in die Schlagzeilen, aber der allgemeine Trend ist evident. Nichts ist wichtiger für die Wirtschaft als Vertrauen. Wo es fehlt, kommt der Motor ins Stocken, begreift die Armut um sich. Also nochmals auf die Frage des Juvenal zurückzukommen, wer bewacht die Wächter? Das müssen die Bewachten tun. Das gehört zu den Kosten des Sozialvertrags. Entscheidend ist also neben der Freiwilligkeit der Teilnahme an dem Spiel, also im Wirtschaftsleben, die Möglichkeit, über die Schiedsrichter etwas erfahren zu können. Also über die Obrigkeit, über den Rechtsstaat, über die Polizei. Die Information darf nicht zu viel kosten. Das heißt, die Gesellschaft muss transparent sein. Es ist sicher kein Zufall, dass die bedeutendste NGO gegen Korruption den Namen Transparency International führt. Jedes Nachlassen an Aufmerksamkeit bedroht die Zusammenarbeit. Der Sozialkontrakt erfordert dauernde Wachsamkeit, sowohl von der Bevölkerung als auch von der Obrigkeit. Billig ist diese Kontrolle natürlich nicht. Die Verlockung hier zu sparen ist aber sicherlich die größte Bedrohung des Gesellschaftsvertrags.